Der Pazifik. Größter und geheimnisvollster aller Ozeane. Seine Wasser bedecken mehr als ein Drittel der Erdoberfläche. Groß ist dieses Meer. So unermesslich groß, dass es bis weit in unsere Zeitrechnung hinein dauerte, bis Ozeanien mit seinen abertausend Inseln schließlich weitgehend vom Menschen erobert war. Im Laufe der letzten 4000 Jahre stießen unterschiedliche Völker, die aus verschiedenen Teilen Asiens kamen, immer wieder ein Stück weiter nach Osten vor, stets auf der Suche nach neuem, unverbrauchtem Land. Die unterschiedliche Herkunft der ersten Ozeanier spiegelt sich bis heute in ihren Gesichtern, ihren Ritualen und in ihren Mythen. Ich bestimme den Kurs mit Hilfe von Strömung und Wind. Ich habe Angst vor dem Meer, dass wir uns verirren. Bei uns sind Kanus sehr wichtig. Es ist wirklich eine Schande, wenn eine Familie kein Kanu besitzt. Knapp 1500 Kilometer westlich von Pohnpei liegt Ifaluk. Gut 500 Menschen leben auf diesem kleinen mikronesischen Atoll im Zentrum der westlichen Karolinen. Ifaluk ist eine der letzten Inseln Mikronesiens, auf der noch große seegehende Kanus gebaut werden, wie sie einst überall in diesem Teil des Pazifik zu finden waren. Nur hier wurden sie noch nicht durch Motorboote ersetzt, sondern sind täglich im Gebrauch. Ohne Kanus ist ein Leben auf dem Atoll für seine Bewohner undenkbar. Dwewisch ist einer der besten Navigatoren auf Ifaluk. Viele tausend Meilen ist er schon über das offene Meer gesegelt, ohne Kompass oder Seekarten. Wir brauchen unsere Kanus aus vielen Gründen. Zum Fischen oder um nach Wolleyai, Lamotrek, Elato und Fetchaulap zu segeln. Manchmal fahren wir zum Carmen Riff, um dort zu fischen. Kaum etwas hat sich in den vergangenen 3000 Jahren an der Bauweise der Boote geändert. Nur Segel und Tauwerk bestehen heute nicht mehr aus Pandanusmatten und Kokosfasern, sondern aus modernen Materialien. Während die jüngeren Männer fischen gehen, ist die Bestellung der Taro-Gärten Frauensache. Mit bloßen Händen reißen Twewischs Frau Teresa, ihre Tochter Judy und zwei Verwandte Unkraut aus dem sumpfigen Boden. Es hat viele Generationen gedauert, einige kleine Areale auf der kargen, salzigen Koralleninsel durch andauerndes Bewässern und Kompostieren in fruchtbare Gärten zu verwandeln. Von den 7 Clans in Ifaluk besitzt jeder mindestens ein großes seegehendes Kanu. Die Männer aus Twewischs Clan sind seit Monaten mit dem Bau eines neuen Bootes beschäftigt. Die wertvollen Kanus tragen maßgeblich zum Ansehen ihrer gemeinschaftlichen Besitzer bei.
Nur bei sehr rauem Wetter bleiben die Mannschaften der Kanus an Land. Ansonsten laufen sie bei Tag und bei Nacht aus. Sie fischen draußen, jenseits des Riffs, auf offener See. Das Fischen vor dem Riff ist die Aufgabe der jüngeren Männer. Für sie ist es eine große Auszeichnung, mit der Führung eines der kostbaren Kanus betraut zu werden. Jede Mannschaft will schneller segeln als die Konkurrenz aus den anderen Clans und mit möglichst viel Fisch heimkehren. Wenn sie zum Fischen hinausfahren und Thunfische oder Bonitos fangen und mit fetter Beute zurückkehren, dann wird alles gemeinschaftlich aufgeteilt. Jede Familie soll Fisch bekommen. Die Jungen halten stets Ausschau nach Seevögeln. Wasserspritzer sollen die Fische zusätzlich anlocken. Das Wenden eines Kanus ist kompliziert. Weil der Ausleger stets auf der windzugewandten Seite bleiben muss, wird für die Richtungsänderung das ganze Segel umgestellt. Unsere Chiefs legen großen Wert darauf, dass die Jungen das Wissen weitertragen, das wir von unseren Vorfahren geerbt haben. Sie wollen nicht, dass es verloren geht. Darum haben wir gesagt, wir benutzen unsere Kanus, um zu fischen. Und die Jungen wollen ja auch lernen, wie man segelt. Während der japanischen Besatzung im Zweiten Weltkrieg war uns das Segeln verboten worden. Dafür gab es mehrere gute Gründe. Die Japaner wollten nicht, dass wir im Ozean verloren gehen. Außerdem hatten sie Angst, weil sie glaubten, wir würden den Amerikanern in die Hände fallen. Und der dritte Grund war, dass sie fürchteten, wir würden davon segeln und uns irgendwo verstecken. Das waren die drei Gründe, weshalb die Japaner nicht wollten, dass wir segeln. Ein gemeinsames Essen am Nachmittag ist die Belohnung der Männer für ihre Hilfe beim Kanubau. Neben Fischsuppe gibt es Taro-Brei mit Kokossoße. Auf Ifaluk bemüht man sich sehr, die eigene Kultur zu bewahren. Manche modernen Einflüsse, etwa westliche Kleidung, haben die Chiefs verboten. Aber auch sie können und wollen das Atoll nicht vollständig gegenüber der Außenwelt abschotten. Armbanduhren und Transistorradios sind nicht die einzigen Verbindungen ins 21. Jahrhundert. Einige Männer arbeiten hin und wieder auf asiatischen Fischerbooten und bringen Geld und moderne Güter nach Ifaluk. Am Nachmittag lässt der Klang des Schneckenhorns jedermann aufhorchen. Für die Frauen ist es das Zeichen, die Taro-Gärten zu verlassen. Auch die meisten Kanus kehren nun zurück. Nur die besten und mutigsten Fischer bleiben auch über Nacht draußen. Als vor einigen Jahren nach einem schweren Sturm eine Hungersnot das Atoll heimsuchte und unbekannte Diebe nachts Taro aus den Gärten stahlen, verhängten die Chiefs eine Ausgangssperre. Unter Androhung drastischer Strafen darf bis heute niemand nach Sonnenuntergang sein Dorf verlassen. Vor und nach dem Segeln schlafe ich einen Monat lang nicht mit meiner Frau.
So kann mein Wissen als Navigator größer werden. Aber wenn ich diese Regel nicht befolge, nach Wollea segle, zurückkomme und mit meiner Frau schlafe, dann nimmt mein Wissen ab. Dwewisch besitzt wie jeder erwachsene Mann mehrere Palmen, deren junge Triebe er zweimal täglich anschneidet. Der süßliche Pflanzensaft tropft in eine ausgehöhlte Kokosnuss und verwandelt sich innerhalb weniger Stunden in Tuba, ein prickelndes alkoholisches Getränk, das ähnlich schmeckt wie junger Traubenmust. Der Nachmittag ist die Zeit, um den Palmwein zu trinken. Meist bleiben die Männer eines Clans unter sich, trinken und reden. Oder sie singen Lieder vom Segeln, von der Liebe und dem Tod. Das Dorf, in dem wir leben, liegt am schönsten Platz der Lagune. Doch ich bin traurig und einsam, bin gar nicht mehr froh. Ich hörte, dass mein Liebster sich zur Abfahrt vorbereitet, um nach seiner Heimatinsel zu segeln. Kommt der Nordwind, so ist es guter Wind für seine Reise. Umso schneller wird er nach Hause kommen. Er wird keine Sorgen um Regen haben müssen. Aber für mich wird es keine gute Zeit sein, denn ich werde keine Nachricht von ihm bekommen. Aber ich will mich doch auf den Weg machen, denen zu folgen, die ihm Lebewohl sagen, und vorgeben, nicht traurig und einsam zu sein, weil er mich zurücklässt. Nachts, wenn es langsam kühler wird, trifft sich Dwewischs große Familie zum Essen. Er und Therese haben ein Dutzend eigene Kinder großgezogen. Die vier Jüngsten wohnen noch bei ihnen, zusammen mit einigen Enkelkindern, Neffen und Nichten. Engen Verwandten seine Kinder anzuvertrauen, gilt in Ifaluk als Ausdruck von Liebe und Respekt. Erst vor etwa 50 Jahren brachten katholische Missionare das Christentum nach Ifaluk. Zu dieser Zeit hatte die katholische Kirche bereits damit begonnen, lokale Sitten und Bräuche aufzugreifen und in die christliche Liturgie zu integrieren. That is why we used the canoe in our church. Dass wir ein Kanu in der Kirche haben, verkörpert, wie sehr wir jeden Tag vom Kanu abhängen. Das Kanu symbolisiert, dass wir so, wie wir mit den Kanus segeln, uns auch auf den richtigen Kurs zu Gott begeben sollen. Deswegen verwenden wir ein Kanu als Altar. This morning I got from the church after mass. Heute Morgen nach der Kirche habe ich gehört, dass der Bruder meiner Frau in Yap gestorben ist. Jetzt muss der Tote nach Wollei gebracht werden. An die 50 Familienmitglieder werden für die Beerdigung von Ifaluk nach Wollei fahren.
Wenn wir nach Woleai fahren, ich selbst, meine Töchter und Söhne und meine Frau, dann werden wir einen Lava-Lava mitbringen. Nicht nur ein Tuch, sondern vielleicht um die 20. Wir bringen sie für den Toten mit und geben sie den Angehörigen in Woleai. Wir werden ihnen sagen, das ist unser Geschenk für den Verstorbenen. Dann werden sie sagen, vielen Dank, jetzt wissen wir, dass ihr uns liebt und geben eure Lava-Lavas dem Toten. Schwarz und Weiß sind für uns die Farben der Trauer. Wir werden meinen Bruder in schwarz-weiße Lava-Lavas wickeln, so wie wir es immer schon getan haben. Wir weben Lava-Lavas, wann immer wir dazu Zeit finden. Wenn Tvevish oder seinen Verwandten etwas zustoßen sollte, muss ich Lava-Lavas für die Beerdigung bereithalten. Wenn ich keine Stoffe habe, werden sie mit dem Finger auf mich zeigen und sagen, seht ihr diese Frau, seht ihr, wie faul sie ist? Ihr Mann ist gestorben und sie hat noch nicht einmal genug Lava-Lavas für die Beerdigung. Wir bestatten unsere Verstorbenen in einem Kanu. Es muss recht groß sein, sodass viele Lava-Lavas hineinpassen. Angehörige aus Ifaluk und aus Woleai werden viele Lava-Lavas bringen und in das Kanu zu dem Leichnam legen, bis kein Platz mehr darin ist. Die bevorstehende Reise nach Woleai ist für Tvevish ein guter Anlass, mit seinen jüngsten Söhnen und Neffen die Grundlagen der traditionellen Navigation zu wiederholen. Früher gab es viertägige Klassen, in denen die Navigatoren ihr Wissen an die Jungen weitergaben. Während dieser vier Tage mussten sie versuchen, die Namen der Sterne und ihre Position auswendig zu lernen. Erst danach, wenn sie die Sterne kannten, durften sie mit dem Segeln beginnen. Nach vier Klassen war vielleicht nur einer aus der Gruppe daran interessiert, weiterzukommen. Er ging und sagte es seinem Lehrer und durfte weiterlernen. Meine Söhne haben mich nicht nach dem Wissen des Navigatoren gefragt. Aber weil es meine Söhne sind, habe ich sie gebeten, von mir zu lernen. Vorher aber sagte ich zu ihnen, ich werde nicht mehr sehr lange auf dieser Erde leben. In nicht allzu langer Zeit werde ich tot sein und ihr wisst nichts von mir. Und weil ich ihr Vater bin, unterrichte ich sie jetzt, solange sie jung sind. Während Apollo, Edwin und Lorenzo immer wieder die Namen der wichtigsten Sterne aufsagen, bereiten Teresa, Judy und Sirian eine Art Pudding aus Taro-Brei zu. In Blätter eingewickelt und dann gekocht, bleibt er trotz der tropischen Temperaturen mehrere Tage haltbar. Auf den Ozeanreisen, deren Dauer man nie genau vorhersagen kann, ist diese Nahrung unverzichtbar, damit alle bei Kräften bleiben. The one who
Der Navigator wird dich immer wieder prüfen. Er wird dich fragen, wenn du dich verirrt hast, wirst du dieses oder jenes versuchen. Woher kommt der Wind? Wo ist die Insel? Und wenn deine Antwort richtig ist, bestehst du die Prüfung. Aber die nächste Frage kommt sofort. Was, wenn du kenterst und das Kanu liegt kiel oben im Wasser? Was wirst du dann tun? Und wenn du auch diese Frage richtig beantwortest, dann geht es gleich weiter. Es gibt noch viele Fragen. Auch aus dem Sonnenuntergang kann man seine Schlüsse ziehen. Er verrät etwas über die Windrichtung am nächsten Tag und über den Regen. Auch über die Stärke des Windes und ob er am nächsten Tag stärker wird. Es ist gut, über diese Dinge Bescheid zu wissen. Denn wenn du nicht genug weißt, dann segelst du aufs offene Meer hinaus. Und ein Sturm kann dich überraschen. Früh, am nächsten Morgen, noch vor Sonnenaufgang, studieren Dwewisch und Apollo die Wolken am Horizont. Das Wetter verspricht zu halten und Dwewisch will seinen Clan um ein Kanu für die Reise nach Wolleyai bitten. Wir hoffen, dass der Wind gut sein wird, nicht zu stark, 12 oder 15 Knoten. Das wäre richtig für unsere Reise. Aber es hängt auch von der Strömung ab. Wenn die Strömung aus Westen kommt, dann bremst sie unser Kanu und macht es langsam. Das Kanu, das wir verwenden werden, gehört meinem Clan, dort drüben. Wir haben schon den Eigner gefragt und er hat gesagt, wir sollen den ganzen Clan fragen. Deswegen gehen wir jetzt zum Kanuhaus und bitten ganz offiziell darum, das Kanu benutzen zu dürfen. Das Kanuhaus ist das politische und soziale Zentrum der Clans. Einige ausgewählte Clanmitglieder treffen die Entscheidung, ob sie Dwewisch ein Kanu für die Fahrt nach Wolleyai anvertrauen werden. Zu Hause haben inzwischen die letzten Reisevorbereitungen begonnen. Keilani bindet für die Reisenden Blumenkränze. Teresa bestäubt Judy mit Pulver aus Gelbwurz. Als Meister der Navigation darf Dwewisch eigentlich kein unverheiratetes Mädchen mit an Bord nehmen. Aber durch die Gelbwurz kann das Verbot umgangen werden. Bitte, John, gib mir das Kanu. Lass es vor mein Haus bringen, damit alles eingeladen werden kann. Bitte sag allen Verwandten, dass wir das Kanu benutzen werden. Wir wollen nicht, dass uns etwas passiert, weil irgendjemand missgünstig ist. Jetzt ist es an der Zeit, Palmblätter um deinen Hals zu legen. Mit unserer Magie machen wir sie stark. Obwohl du ein guter Navigator bist, soll der Geist von Palualap dich erleuchten und dir helfen, den richtigen Weg zu finden. Dwewisch ist heute der Navigator, aber er ist alt. Wir wünschen ihm Glück, eine gute Reise und dass er bald zu uns zurückkommt. Gestern schon haben sie das Essen für unsere Reise vorbereitet. Außerdem Kokosnüsse und Kopra und Wasser. Wasser ist sehr wichtig. Kokosnüsse müssen schnell getrunken werden, aber das Wasser kann man aufheben. Wenn wir starken Wind bekommen und das Segel bergen müssen, kann es sein, dass wir 2 oder 3 Tage auf See bleiben.
Deswegen ist Wasser so wichtig. Mittlerweile wird das Kanu beladen. Judy und Apollo segeln mit. Außerdem auch Dwewischs ältester Sohn, Robert. Er ist bereits ein erfahrener Segler und wird einer der Steuerleute sein. Inzwischen ist auch Dwewisch selbst, der nun die Insignien des Navigators trägt, aus dem Kanuhaus zurückgekehrt. Teresa wird später mit dem Rest der Familie nachkommen. Auf einem Kanu ist nicht genügend Platz für die ganze Familie. Der kühle Abschied soll die Trennung erleichtern. 35 Seemeilen, offenes, unberechenbares Meer liegen vor ihnen. One thing for help us on our boys. It's a small land over there, yellow, it's called yellow. Da gibt es etwas, das uns bei unserer Reise hilft. Die kleine Insel dort drüben, die wir Yella nennen. Wenn diese kleine Insel nach Süden wandert, sehen wir, dass unser Kanu zu weit nach Norden fährt und wir den Kurs ändern müssen. Außerdem gibt es natürlich noch andere wichtige Dinge, auf die wir beim Segeln ständig achten. Wenn der Wind seine Richtung ändert, so wie jetzt gerade, wo er auf Nordost dreht, das bedeutet, dass die Strömung aus Südwest kommt. An diese Dinge muss man ständig denken. Wenn wir das sorgfältig tun, werden wir unser Ziel geradewegs erreichen. Wenn wir aber unvorsichtig sind und die Strömung nicht genau beachten, dann kommen wir vom Kurs ab. Wir spüren den Wind auf unserem Körper. Jetzt spüre ich den Wind auf meiner rechten Seite. Das heißt, der Wind hat auf Nord gedreht. Ich kann an der Oberfläche des Wassers und auch an den Wellen erkennen, dass die Strömung sich ändert. Sie kommt jetzt aus Südwest, denn auch der Wind hat gedreht. Die Wellen werden vom Wind gemacht, aber sie sagen nichts über die Strömung. Die Oberfläche des Wassers, die ganz kleinen Bewegungen des Wassers, die zeigen die Strömung. Wenn man sie sorgfältig beobachtet, sieht man, dass sie aus Südwest kommt. And you can see that current has come from the southwest. It's moving this way. Now it's not moving. Jetzt kommt die Strömung nicht von hinten, sondern von vorne. Man muss die Oberfläche des Wassers ganz genau beobachten. Carefully at the body of the water or face of the water, and you can locate where the current comes from. Nach etwa 2 Stunden ist Ifaluk hinterm Horizont verschwunden. Wasser umgibt das Kanu, soweit das Auge reicht. Die erste Anspannung legt sich und an Bord stellt sich eine gewisse Routine ein. Da immer ungewiss ist, wie lange man auf See bleiben muss, versucht jeder, seine Kräfte einzuteilen. Das aktive Segeln ist die Aufgabe der Steuermänner.
Dazu gehört das Führen der Großschut, Rudergehen und ständiges Wasserschöpfen. Der Navigator selbst berechnet den Kurs und sorgt für gute Stimmung an Bord. Mausch stammte aus Ifaluk, hatte aber eine Frau aus Wolleyai geheiratet und lebte dort mit ihr. Einige Männer waren eifersüchtig auf Mausch, da er auch ihren Frauen gefiel. Eines Abends überfielen sie ihn und schlugen auf ihn ein, bis er bewusstlos liegen blieb. Etwas später kam seine Frau aus ihrer Hütte. Dabei stieß sie auf ihren Mann und brachte ihn wieder zu sich. Gemeinsam gingen sie in ihre Hütte und Mausch zeigte seine Wunden. Am folgenden Tag versteckte er sich am äußersten Ende des Riffs. Aber da er wusste, dass die Männer einen weiteren Anschlag planten, sagte er zu seiner Frau, dass sie und alle ihre Verwandten sich Armbänder aus einem weißen Palmblatt machen sollten. Dann verhexte er einen Baumstamm und trieb auf ihm von Wolleyai nach Ifaluk. Viele Tage dauerte die Reise. Als er in Ifaluk angekommen war, rief er alle Chiefs zusammen und berichtete, wie es ihm auf Wolleyai ergangen war. Alsbald kamen alle Männer im größten Kanuhaus zusammen. Mausch stellte sich vor sie hin und präsentierte sein erregiertes Glied. Mir ist schlimmes Unrecht widerfahren, rief er und fügte hinzu. Dort, wo mein Glied als erstes hinzeigt, werden wir zuerst hinfahren und diese Insel erobern. Dann begann er sich im Kreis zu drehen. Als er stehen blieb, zeigte sein Glied nach Wolleyai. So fuhren die Männer von Ifaluk mit vielen Kanus nach Wolleyai und töteten alle, die keine weiße Armbinde trugen. In unserem wichtigsten Kanuhaus aber sieht man das Glied von Mausch bis heute. Heute sind viele von uns verunsichert. Sie zweifeln am Wissen unserer Vorfahren. Stattdessen reden sie über neue Techniken, neue Möglichkeiten, die sie von außen mitbringen. Manche benutzen schon GPS, Satellitennavigation. Aber das wird dazu führen, dass wir unser Wissen verlieren. Früher, zur Zeit unserer Vorfahren, haben wir nur unser Gedächtnis benutzt. Nur wenn wir unser Gedächtnis benutzen, statt GPS, können wir stark bleiben. Etwa 1000 Kilometer nordwestlich von Ifaluk liegt Yap. Seit jeher ist die Insel des berühmten Steingeldes das politische und kulturelle Zentrum der westlichen Karolinen. Heute gehört Yap zusammen mit seinen äußeren Inseln, etwa Ifaluk oder Wolleyai, zu den föderierten Staaten von Mikronesien. Kolonia, die Hauptstadt, ist ein vergleichsweise modernes Verwaltungszentrum.
Das technologische und politische Gefälle zwischen Yap und den einstmals tributpflichtigen äußeren Inseln ist auch heute noch deutlich erkennbar. Die Outer Islander, sofort an ihrer traditionellen Kleidung auszumachen, haben meist nur wenig Anteil am ökonomischen Aufschwung des Landes. Die Tourismusindustrie hat, im Gegensatz zu berühmten anderen Südseereisezielen wie Hawaii, Tahiti oder Fidschi, erst vor gut zwei Jahrzehnten begonnen, Yap zu entdecken. Es sind vor allem Taucher, die hierher kommen, um die berühmten Mantarochen von Yap zu bestaunen. Die kulturelle Vergangenheit der Insel interessiert hingegen meist weniger. In Kadai, einem Dorf nahe der Hauptstadt, ist der herausgeputzte Versammlungsplatz mit der pittoresken Steingeldbank heute vor allem Anziehungspunkt für Touristen. Charles Falmayok ist einer der Organisatoren der Cultural Tour in seinem Dorf Kadai. Vor einigen Jahren haben wir angefangen, das Dorf wieder herzurichten. Die alten Steinpfade, den Versammlungsplatz und so weiter. Und dann, nachdem einige Hotels darum gebeten hatten, entschieden die Chiefs von Kadai, Touristen ins Dorf zu lassen. So hat alles angefangen. Wir müssen uns traditionell anziehen. Die Touristen erwarten das von uns. Nach der Tour tragen wir wieder ganz normale Kleider. Die Chiefs in unserem Dorf nehmen Geld von den Touristen, um unsere Traditionen und unsere Kultur zu bewahren und an die nächste Generation weitergeben zu können. Ich bekomme $5, wenn ich bei der Tour mitmache. Highschool-Schüler $6, College-Schüler $8. Die Mehrheit hier im Dorf macht aber gar nicht mit. Sie müssen den Chiefs dann erklären, warum nicht, und sich freikaufen. The best place to sit and watch the dance is this place here on the platform. Da ist die alte Kultur und der moderne Lebensstil. Und es ist sehr schwierig, beides miteinander in Einklang zu bringen. Aber es scheint, dass unsere Kinder Spaß an der Tour haben und dabei außerdem noch etwas über unsere alte Kultur und unsere Traditionen lernen. Auf der Insel Rumung, ganz im Norden von Yap, hat man sich bewusst abgeschottet. Touristen sind hier nicht zugelassen. Es gibt weder Autos noch Elektrizität. Aber auch hier hat sich in den letzten Jahren vieles verändert, meint der alte David Selab, der schon immer auf Rumung gelebt hat. Manche Leute glauben, dass wir besonders viel magisches Wissen besitzen und sehr viel von Magie verstehen. Aber seit die Missionare nach Yap gekommen sind, haben fast alle hier die Magie vergessen. Wir in Rumung versuchen so gut wir können, unsere Traditionen zu bewahren. Aber auch die meisten von uns haben schon viel vergessen. Das, was ich noch weiß, habe ich von den Alten gehört. Aber ob es wirklich wahr ist oder nicht, kann ich nicht sagen.
Eine der berühmtesten Geschichten aus der Vergangenheit handelt vom sagenhaften Verschwinden der Insel Sipin. Bevor David sie erzählt, bittet er seinen Sohn James, ihm frische, starke Betelnüsse zu bringen, die ihm die Zunge lösen sollen. Die Insel Sipin liegt weiter draußen. Aber einige von ihnen lebten früher hier mit uns. Wir lebten alle zusammen, wir sprachen dieselbe Sprache. Ihnen haben wir einen großen Teil unserer Kultur zu verdanken. Dass es Chiefs bei uns gibt und die einfachen Leute. Das stammt alles von Sipin. Bei dem Steingeld bin ich mir nicht so sicher. Aber ganz sicher stammt unser Muschelgeld von dort. Da bin ich mir sicher. Das kommt aus Sipin. Eines Tages aber kamen Fremde. Es waren die Spanier, die ganz anders waren als wir. Die Leute von Sipin hatten Angst, weil sie nicht wussten, was mit ihnen geschehen würde. Sie beschlossen, fortzugehen. Vorher aber kamen sie zu uns und fragten, ob wir mit ihnen kommen wollten. Aber wir sagten, nein. So ist es gekommen, dass wir noch da sind und sie sind fort. Ich weiß nicht, was dann passiert ist. Keiner weiß das. Ihre Insel ist tatsächlich versunken, untergegangen. Es scheint, hier waren Geister am Werk. Ja, alle Inseln hatten ihre Traditionen. Und alle versuchen auch, ihre Traditionen zu bewahren. Jeder so, wie er eben kann. In their own ways. Werden wir unser Ziel geradewegs erreichen. Wenn wir aber unvorsichtig sind und die Strömung nicht genau beachten, dann kommen wir vom Kurs ab. Wir spüren den Wind auf unserem Körper. Jetzt spüre ich den Wind auf meiner rechten Seite. Das heißt, der Wind hat auf Nord gedreht. Ich kann an der Oberfläche des Wassers und auch an den Wellen erkennen, dass die Strömung sich ändert. Sie kommt jetzt aus Südwest, denn auch der Wind hat gedreht. Die Wellen werden vom Wind gemacht, aber sie sagen nichts über die Strömung. Die Oberfläche des Wassers, die ganz kleinen Bewegungen des Wassers, die zeigen die Strömung. Wenn man sie sorgfältig beobachtet, sieht man, dass sie aus Südwest kommt. And you can see that current has come from the southwest. It's now it's moving this way.
Jetzt kommt die Strömung nicht von hinten, sondern von vorne. Man muss die Oberfläche des Wassers ganz genau beobachten. Nach etwa 2 Stunden ist Ifaluk hinterm Horizont verschwunden. Wasser umgibt das Kanu, soweit das Auge reicht. Die erste Anspannung legt sich und an Bord stellt sich eine gewisse Routine ein. Da immer ungewiss ist, wie lange man auf See bleiben muss, versucht jeder, seine Kräfte einzuteilen. Das aktive Segeln ist die Aufgabe der Steuermänner. Dazu gehört das Führen der Großschut, Rudergehen und ständiges Wasserschöpfen. Der Navigator selbst berechnet den Kurs und sorgt für gute Stimmung an Bord. Bereits damit begonnen, lokale Sitten und Bräuche aufzugreifen und in die christliche Liturgie zu integrieren. Dass wir ein Kanu in der Kirche haben, verkörpert, wie sehr wir jeden Tag vom Kanu abhängen. Das Kanu symbolisiert, dass wir so, wie wir mit den Kanus segeln, uns auch auf den richtigen Kurs zu Gott begeben sollen. Deswegen verwenden wir ein Kanu als Altar. Heute Morgen, nach der Kirche, habe ich gehört, dass der Bruder meiner Frau in Yap gestorben ist. Jetzt muss der Tote nach Wolyai gebracht werden. An die 50 Familienmitglieder werden für die Beerdigung von Ifaluk nach Wolyai fahren. Wenn wir nach Wolyai fahren, ich selbst, meine Töchter und Söhne und meine Frau, dann werden wir einen Lava-Lava mitbringen. Nicht nur ein Tuch, sondern vielleicht um die 20. Wir bringen sie für den Toten mit und geben sie den Angehörigen in Wolyai. Wir werden ihnen sagen, das ist unser Geschenk für den Verstorbenen. Dann werden sie sagen, vielen Dank. Jetzt wissen wir, dass ihr uns liebt und geben eure Lava-Lavas dem Toten. Schwarz und Weiß sind für uns die Farben der Trauer. Wir werden meinen Bruder in schwarz-weiße Lava-Lavas wickeln, so wie wir es immer schon getan haben. Wir weben Lava-Lavas, wann immer wir dazu Zeit finden. Wenn Tvevish oder seinen Verwandten etwas zustoßen sollte, muss ich Lava-Lavas für die Beerdigung bereithalten. Wenn ich keine Stoffe habe, Nach etwa 2 Stunden ist Ifaluk hinterm Horizont verschwunden. Wasser umgibt das Kanu, soweit das Auge reicht. Die erste Anspannung legt sich und an Bord stellt sich eine gewisse Routine ein. Da immer ungewiss ist, wie lange man auf See bleiben muss, versucht jeder, seine Kräfte einzuteilen. Das aktive Segeln ist die Aufgabe der Steuermänner. Dazu gehört das Führen der Großschut, Rudergehen
und ständiges Wasser schöpfen. Der Navigator selbst berechnet den Kurs und sorgt für gute Stimmung an Bord. Mausch stammte aus Ifaluk, hatte aber eine Frau aus Wolleyai geheiratet und lebte dort mit ihr. Einige Männer waren eifersüchtig auf Mausch, da er auch ihren Frauen gefiel. Eines Abends überfielen sie ihn und schlugen auf ihn ein, bis er bewusstlos liegen blieb. Etwas später kam seine Frau aus ihrer Hütte. Dabei stieß sie auf ihren Mann und brachte ihn wieder zu sich. Gemeinsam gingen sie in ihre Hütte und Mausch zeigte seine Wunden. Am folgenden Tag versteckte er sich am äußersten Ende des Riffs. Aber da er wusste, dass die Männer einen weiteren Anschlag planten, sagte er zu seiner Frau, dass sie und alle ihre Verwandten sich Armbänder aus einem weißen Palmblatt machen sollten. Dann verhexte er einen Baumstamm und trieb auf ihm von Wolleyai nach Ifaluk. Viele Tage dauerte die Reise. Als er in Ifaluk angekommen war, rief er alle Chiefs zusammen und berichtete, wie es ihm auf Wolleyai ergangen war. Alsbald kamen alle Männer im größten Kanuhaus zusammen. Mausch stellte sich vor sie hin und präsentierte sein irrigiertes Glied. Mir ist schlimmes Unrecht widerfahren, rief er und fügte hinzu. Dort, wo mein Glied als erstes hinzeigt, werden wir zuerst hinfahren und diese Insel erobern. Dann begann er sich im Tahiti oder Fidschi erst vor gut zwei Jahrzehnten begonnen, Yap zu entdecken. Es sind vor allem Taucher, die hierher kommen, um die berühmten Mantarochen von Yap zu bestaunen. Die kulturelle Vergangenheit der Insel interessiert hingegen meist weniger. In Kadai, einem Dorf nahe der Hauptstadt, ist der herausgeputzte Versammlungsplatz mit der pittoresken Steingeldbank heute vor allem Anziehungspunkt für Touristen. Charles Falmayok ist einer der Organisatoren der Cultural Tour in seinem Dorf Kadai. We start to reconstruct the village by putting, restore the foundation. Vor einigen Jahren haben wir angefangen, das Dorf wieder herzurichten. Die alten Steinpfade, den Versammlungsplatz und so weiter. Und dann, nachdem einige Hotels darum gebeten hatten, entschieden die Chiefs von Kadai, Touristen ins Dorf zu lassen. So hat alles angefangen. Wir müssen uns traditionell anziehen. Die Touristen erwarten das von uns. Nach der Tour tragen wir wieder ganz normale Kleider. Die Chiefs in unserem Dorf nehmen Geld von den Touristen, um unsere Traditionen und unsere Kultur zu bewahren und an die nächste Generation weitergeben zu können. Ich bekomme $5, wenn ich bei der Tour mitmache. Highschool-Schüler $6, College-Schüler $8. Die Mehrheit hier im Dorf macht aber gar nicht mit. Sie müssen den Chiefs dann erklären, warum nicht, und sich freikaufen. So the best place to sit and watch the dance is this place here on the platform. Da ist die alte Kultur und der moderne Lebensstil. Und es ist sehr schwierig, beides miteinander in Einklang zu bringen. Aber es scheint, dass unsere Kinder Spaß an der Tour haben und dabei außerdem noch etwas über unsere alte Kultur und unsere Traditionen lernen.
our custom and traditions. Und weil ich ihr Vater bin, unterrichte ich sie jetzt, solange sie jung sind. Während Apollo, Edwin und Lorenzo immer wieder die Namen der wichtigsten Sterne aufsagen, bereiten Teresa, Judy und Sirian eine Art Pudding aus Taro-Brei zu. In Blätter eingewickelt und dann gekocht, bleibt er trotz der tropischen Temperaturen mehrere Tage haltbar. Auf den Ozeanreisen, deren Dauer man nie genau vorhersagen kann, ist diese Nahrung unverzichtbar, damit alle bei Kräften bleiben. Der Navigator wird dich immer wieder prüfen. Er wird dich fragen, wenn du dich verirrt hast, wirst du dieses oder jenes versuchen. Woher kommt der Wind? Wo ist die Insel? Und wenn deine Antwort richtig ist, bestehst du die Prüfung. Aber die nächste Frage kommt sofort. Was, wenn du kenterst und das Kanu liegt kiel oben im Wasser? Was wirst du dann tun? Und wenn du auch diese Frage richtig beantwortest, dann geht es gleich weiter. Es gibt noch viele Fragen. Auch aus dem Sonnenuntergang kann man seine Schlüsse ziehen. Er verrät etwas über die Windrichtung am nächsten Tag und über den Regen. Auch über die Stärke des Windes und ob er am nächsten Tag stärker wird. Es ist gut, über diese Dinge Bescheid zu wissen. Denn wenn du nicht genug weißt, dann segelst du aufs offene Meer hinaus. Und ein Sturm kann dich überraschen. Früh, am nächsten Morgen, noch vor Sonnenaufgang, studieren Dwewisch und Apollo die Wolken am Horizont. Das Wetter verspricht zu halten und Dwewisch will seinen Clan um ein Kanu für die Reise nach Wolleyai bitten. Wir hoffen, dass der Wind gut sein wird. Und zu bewahren. Aber auch die meisten von uns haben schon viel vergessen. Das, was ich noch weiß, habe ich von den Alten gehört. Aber ob es wirklich wahr ist oder nicht, kann ich nicht sagen. Eine der berühmtesten Geschichten aus der Vergangenheit handelt vom sagenhaften Verschwinden der Insel Sipin. Bevor David sie erzählt, bittet er seinen Sohn James, ihm frische, starke Betelnüsse zu bringen, die ihm die Zunge lösen sollen. Die Insel Sepin liegt weiter draußen. Aber einige von ihnen lebten früher hier mit uns. Wir lebten alle zusammen, wir sprachen dieselbe Sprache. Ihnen haben wir einen großen Teil unserer Kultur zu verdanken. Dass es Chiefs bei uns gibt und die einfachen Leute. Das stammt alles von Sepin. Bei dem Steingeld bin ich mir nicht so sicher. Aber ganz sicher stammt unser Muschelgeld von dort. Da bin ich mir sicher. Das kommt aus Sepin.
Eines Tages aber kamen Fremde. Es waren die Spanier, die ganz anders waren als wir. Die Leute von Cepin hatten Angst, weil sie nicht wussten, was mit ihnen geschehen würde. Sie beschlossen, fortzugehen. Vorher aber kamen sie zu uns und fragten, ob wir mit ihnen kommen wollten. Aber wir sagten, nein. So ist es gekommen, dass wir noch da sind und sie sind fort. Ich weiß nicht, was dann passiert ist. Keiner weiß das. Ihre Insel ist tatsächlich versunken, untergegangen. Es scheint, hier waren Geister am Werk. Ja, alle Inseln hatten ihre Traditionen. Und alle versuchen auch, ihre Traditionen zu bewahren. Jeder so, wie er eben kann. In their own ways. Schwarz und Weiß sind für uns die Farben der Trauer. Wir werden meinen Bruder in schwarz-weiße Lava-Lavas wickeln, so wie wir es immer schon getan haben. Wir weben Lava-Lavas, wann immer wir dazu Zeit finden. Wenn Tvevish oder seinen Verwandten etwas zustoßen sollte, muss ich Lava-Lavas für die Beerdigung bereithalten. Wenn ich keine Stoffe habe, werden sie mit dem Finger auf mich zeigen und sagen, seht ihr diese Frau, seht ihr, wie faul sie ist? Ihr Mann ist gestorben und sie hat noch nicht einmal genug Lava-Lavas für die Beerdigung. Wir bestatten unsere Verstorbenen in einem Kanu. Es muss recht groß sein, sodass viele Lava-Lavas hineinpassen. Angehörige aus Ifaluk und aus Woleai werden viele Lava-Lavas bringen und in das Kanu zu dem Leichnam legen, bis kein Platz mehr darin ist. Die bevorstehende Reise nach Woleai ist für Tvevish ein guter Anlass, mit seinen jüngsten Söhnen und Neffen die Grundlagen der traditionellen Navigation zu wiederholen. Früher gab es viertägige Klassen, in denen die Navigatoren ihr Wissen an die Jungen weitergaben. Während dieser vier Tage mussten sie versuchen, die Namen der Sterne und ihre Position auswendig zu lernen. Erst danach, wenn sie die Sterne kannten, durften sie mit dem Segeln beginnen. Nach vier Klassen war vielleicht nur einer aus der Gruppe daran interessiert, weiterzukommen. Er ging und sagte es seinem Lehrer und durfte weiterlernen. Meine Söhne haben mich nicht nach dem Wissen des Navigatoren gefragt, aber eine ausgehöhlte Kokosnuss und verwandelt sich innerhalb weniger Stunden in Tuba, ein prickelndes alkoholisches Getränk, das ähnlich schmeckt wie junger Traubenmust. Der Nachmittag ist die Zeit, um den Palmwein zu trinken. Meist bleiben die Männer eines Clans unter sich, trinken und reden. Oder sie singen Lieder vom Segeln, von der Liebe und dem Tod.
Das Dorf, in dem wir leben, liegt am schönsten Platz der Lagune. Doch ich bin traurig und einsam, bin gar nicht mehr froh. Ich hörte, dass mein Liebster sich zur Abfahrt vorbereitet, um nach seiner Heimatinsel zu segeln. Kommt der Nordwind, so ist es guter Wind für seine Reise. Umso schneller wird er nach Hause kommen. Er wird keine Sorgen um Regen haben müssen. Aber für mich wird es keine gute Zeit sein, denn ich werde keine Nachricht von ihm bekommen. Aber ich will mich doch auf den Weg machen, denen zu folgen, die ihm Lebewohl sagen und vorgeben, nicht traurig und einsam zu sein, weil er mich zurücklässt. Nachts, wenn es langsam kühler wird, trifft sich Dwewischs große Familie zum Essen. Er und Therese haben ein Dutzend eigene Kinder großgezogen. Die vier Jüngsten wohnen noch bei ihnen, zusammen mit einigen Enkelkindern, Neffen und Nichten. Engen Verwandten seine Kinder anzuvertrauen, gilt in Ifaluk als Ausdruck von Liebe und Respekt. Erst vor etwa 50 Jahren brachten katholische Missionare das Christentum nach Ifaluk. Zu dieser Zeit hatte die katholische Kirche bereits damit begonnen, lokale Sitten und Bräuche aufzugreifen und in die christliche Liturgie zu integrieren. Soll die Trennung erleichtern. 35 Seemeilen, offenes, unberechenbares Meer liegen vor ihnen. It's one thing for help us on our boys. It's a small land over there, yellow, it's called yellow. Da gibt es etwas, das uns bei unserer Reise hilft. Die kleine Insel dort drüben, die wir Yella nennen. Wenn diese kleine Insel nach Süden wandert, sehen wir, dass unser Kanu zu weit nach Norden fährt und wir den Kurs ändern müssen. Außerdem gibt es natürlich noch andere wichtige Dinge, auf die wir beim Segeln ständig achten. Wenn der Wind seine Richtung ändert, so wie jetzt gerade, wo er auf Nordost dreht, das bedeutet, dass die Strömung aus Südwest kommt. An diese Dinge muss man ständig denken. Wenn wir das sorgfältig tun, werden wir unser Ziel geradewegs erreichen. Wenn wir aber unvorsichtig sind und die Strömung nicht genau beachten, dann kommen wir vom Kurs ab. Wir spüren den Wind auf unserem Körper. Jetzt spüre ich den Wind auf meiner rechten Seite. Das heißt, der Wind hat auf Nord gedreht.
Ich kann an der Oberfläche des Wassers und auch an den Wellen erkennen, dass die Strömung sich ändert. Sie kommt jetzt aus Südwest, denn auch der Wind hat gedreht. Die Wellen werden vom Wind gemacht, aber sie sagen nichts über die Strömung. Die Oberfläche des Wassers, die ganz kleinen Bewegungen des Wassers. Die Wolken am Horizont. Das Wetter verspricht zu halten und Vevish will seinen Clan um ein Kanu für die Reise nach Wolleyai bitten. Wir hoffen, dass der Wind gut sein wird, nicht zu stark, 12 oder 15 Knoten. Das wäre richtig für unsere Reise. Aber es hängt auch von der Strömung ab. Wenn die Strömung aus Westen kommt, dann bremst sie unser Kanu und macht es langsam. Das Kanu, das wir verwenden werden, gehört meinem Clan, dort drüben. Wir haben schon den Eigner gefragt und er hat gesagt, wir sollen den ganzen Clan fragen. Deswegen gehen wir jetzt zum Kanuhaus und bitten ganz offiziell darum, das Kanu benutzen zu dürfen. Das Kanuhaus ist das politische und soziale Zentrum der Clans. Einige ausgewählte Clanmitglieder treffen die Entscheidung, ob sie Dwevish ein Kanu für die Fahrt nach Wolleyai anvertrauen werden. Zu Hause haben inzwischen die letzten Reisevorbereitungen begonnen. Keilani bindet für die Reisenden Blumenkränze. Teresa bestäubt Judy mit Pulver aus Gelbwurz. Als Meister der Navigation darf Dwevish eigentlich kein unverheiratetes Mädchen mit an Bord nehmen. Aber durch die Gelbwurz kann das Verbot umgangen werden. Bitte, John, gib mir das Kanu. Lass es vor mein Haus bringen, damit alles eingeladen werden kann. Bitte sag allen Verwandten, dass wir das Kanu benutzen werden. Wir wollen nicht, dass uns etwas passiert, weil irgendjemand missgünstig ist. Jetzt ist es an der Zeit, Palmblätter um deinen Hals zu legen. Mit unserer Magie machen wir sie stark. Obwohl du ein guter Navigator bist, soll der Geist von Palualap dich erleuchten und dir helfen, den richtigen Weg zu finden. Dwevish ist heute der Navigator, aber er ist alt. Wir wünschen ihm Glück, eine gute Reise und dass er bald zu uns zurückkommt. Gestern schon haben sie das Essen für unsere Reise vorbereitet.